Er ist ein Magdeburger mit blau-weißem Herz. Seit 1971 ist Gerald Altmann bei fast jedem Heimspiel dabei, um den ersten FC Magdeburg zu unterstützen. Und auch bei Auswärtsspielen reist er unserer Mannschaft hinterher. Und nun wurde er zur Wahl zum Magdeburger des Jahres nominiert. Denn seine Unterstützung für den Club geht weit über die eines Fans hinaus. Seit 2011 ist er ehrenamtlicher Behindertenfanbeauftragter des FCM. Ja, ich komme eigentlich aus dem Dachverband. Mich hat seinerzeit mal Carsten Weisheit, der Vorsitzende des Dachverbandes, angesprochen, ob ich nicht da irgendwie was in der Behindertenarbeit machen kann, weil die haben zwar gute Vorsätze immer gehabt, aber natürlich sieht das aus Sicht von jemand, der nicht behindert ist, ein bisschen anders aus. Da war ja Jens Zimmermann, der damalige Behindertenfanbeauftragte, der hat es wohl dann berufsmäßig und sowas nicht mehr geschafft. Und da hat man mich gefragt, ob ich es denn halt machen kann. Seit 1988 selbst auf den Rollstuhl angewiesen, kennt er die Probleme, die einen Menschen mit Behinderung beim Stadionbesuch erwarten und trägt dazu bei, diese zu beseitigen. Es ist auf jeden Fall besser geworden und sowas. Ja, kleines Beispiel, früher haben wir hier ja zehn Fotografen zu stehen gehabt, ja, die nicht gesessen haben. Und das haben wir eben alles so, das sind alles so kleine Schritte, aber es wird eben bald besser. Wo sehen Sie eventuell noch Verbesserungsbedarf? Ja, wo sehen wir Verbesserungsbedarf? Dass zum Beispiel für die Fotoreporter und sowas, ja, oder dass zum Beispiel die Security, die gerade hier im Innenraum steht, dass die vielleicht auf einem kleinen Hocker, ja, das ist noch Bundesliga möglich. Und selbst hier beim ersten FC Magdeburg, wo kein Geld ist, sollte es möglich sein, für 5 Euro einen Campinghocker zu kaufen. Diese kleinen Fortschritte, wie er sie nennt, sind es aber, welche die Qualität des Stadionsbesuchs für Menschen mit Behinderung deutlich verbessern. Wichtig für ihn ist jedoch die Tatsache, dass es zahlreiche Helfer gibt, die sich für eine Verbesserung der Bedingungen engagieren. Ich habe es ja, glaube ich, schon in der Volksstimme rübergebracht, dass das, was ich mache, überhaupt nicht einzeln machbar ist. Ja, sondern das sind eben so die starken Kräfte, die vom Dachverband, vom VBU, die mich da unterstützen. Ansonsten einzeln wäre das gar nicht möglich. Gerade in den letzten Jahren sieht er auch seitens der Vereinsführung deutliche Verbesserungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Unter Peter Fechner habe ich eben gesehen, ja, es tut sich was, auch in dieser, weil ich will nicht irgendwo nachkarten, aber es gab eine Zeit, da hatte man nur eine Ansprechperson innerhalb des Clubs und das war Bernd Tietke gewesen, ja, aber das Präsidium, sage ich mal, damals, naja. Diese verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit war es letzten Endes auch, die ihn dazu brachte, das Amt des Behindertenfanbeauftragten mit all seinen Aufgaben zu übernehmen. Doch der alltägliche Umgang mit behinderten Menschen in unserer Arena ist nur ein Teil seiner Arbeit. So war er in der letzten Saison an der Planung und Durchführung des dritten Behindertentages des ersten FC Magdeburgs beteiligt. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass beim bisher größten Behindertentag knapp 1400 Menschen mit Behinderung in der MDCC-Arena begrüßt werden könnten. Eine Aktion, wie sie in dieser Größenordnung bisher einmalig in Magdeburg war, aber sicher nicht die letzte dieser Art sein dürfte. Von seiner Nominierung war er selbst wohl am ehesten überrascht, gerade da es seiner Meinung nach mehrere Kandidaten im Umfeld des ersten FC Magdeburg gibt, die diesen Titel verdient hätten. Hier von den Fußballfans hätten das viele verdient. Ich brauche mir bloß unseren Block U anzugucken, was die immer wieder auf die Beine stellen und so weiter. Ja, also da wird es bestimmt auch einige geben, wenn wir das eben halt auf den Fußball beziehen. Wenn die Magdeburger der Meinung sind, ja, jemand vom Fußball hat das verdient, dann könnte ich ihnen da ja 50 Leute auf einmal nennen. Ja, das ist klar. Noch bis zum Jahresende kann unter www.volksstimme.de abgestimmt werden. Für uns keine Frage. Seine Nominierung mehr als gerechtfertigt, denn seine Arbeit trägt dazu bei, die schönste Nebensache der Welt für Menschen mit Behinderung barrierefrei erlebbar zu machen, um zusammen mit tausenden anderen blau-weißen Fans unseren Verein zu unterstützen.